Mittwoch. Mittwoch. Nee, echt. Mittwoch. Genau genommen ist es so. Also, ich bin hart, massiv am Kämpfen gerade mit der Dunkelheit. Ist super anstrengend. Ich mache auch nicht alles richtig gerade, aber ist super anstrengend. Aber das gehört eben zu dem dazu, was ich mir auferlegt habe. Das heißt, diese Montagsgeschichte, Mittwochsgeschichte, das ist einfach so. Das ist gut. Also es ist auch gut, solche Sachen dann durchzuziehen und zu sagen, ja, nicht jetzt so, heute mache ich es mal nicht und so. Ja, ich weiß, ich habe mal ausfallen lassen, als ich krank war, aber das ist so, ich ziehe das durch. Ich hatte das ja mal mit den Fotos auch schon. Egal. Ich wollte eigentlich was ganz anderes. Eins sind zwei Dinge so. Also bei mir ist es Sachen, die mich so runterziehen, sind was mich schon immer genervt hat, war Ungerechtigkeit. So, das war etwas, was in meiner Kindheit schon sehr prägend war, weil ich mich das Ungerechtigkeiten haben mich immer total aus der Bahn geworfen, wenn ich natürlich auch meiner Form von Gerechtigkeit und so viele Sachen, die sich so dann so aufbauschen, wo ich dann denke, ist das echt alles? Deswegen, also es gibt halt dann auch Sachen, die passen nicht zusammen. Ne? Also Loriot hat ja gesagt, Männer und Frauen passen nicht zusammen. Ich sage, Intelligenz und AfD passt nicht zusammen. Und andere Leute sagen, Böhmermann und Erdogan passen nicht zusammen. Es gibt halt immer so Sachen. Und bei mir ist auch so, ich und Menschen, das passt meistens nicht zusammen. Meistens. Also meistens, weil ich habe ja einen Sohn, also dann passt es einmal oder dreimal oder so, passt es dann doch. Und das raubt mir Energie. Ich merke das. Und das hat jetzt nichts mehr mit den Social Medias zu tun, bei denen jetzt permanent sich irgendeiner erklärt jetzt nochmal, warum der Recht hat oder der Recht hat. Ich denke so, ihr habt alle nicht Recht. Das war mein Ding, also nach meinem Empfinden ist halt Respekt so eine Sache. Und wer sich respektlos verhält, der ist in meinen Augen eigentlich nicht im Recht. Egal wie. So. Und auf diesen Eiertanz zwischen Böhmermann und Erdogan kommen, dann das ist echt so ein Kindergartenkram, ne? Wirklich, das ist so Kindergarten, also von beiden Seiten in meinen Augen. Das ist so, ja, der eine wedelt mit der Flagge Satire, der andere wedelt mit der Flagge, ich bin aber der Chef. Ich denke so, ja, ganz ehrlich, letztendlich verhaltet ihr euch beide komplett scheiße. So, was soll das? Ne? Warum sage ich zum Spaß über jemanden, der ist Ziegenficker? Was ist das für ein Spaß? Was ist das für ein Humor? Also ich meine, es ist mein Gerechtigkeit, mein Empfinden, wo ich dann denke, so Gott, das mir raubt das Energie. Also mich, also würde ich jetzt nicht mal so nicht sagen, dass Herr Erdogan schuld ist an meiner Depression, auch nicht Herr Böhmermann, die sind beide nicht schuld an meiner Depression oder an meiner chronischen depressiven Verstimmung, sondern ich bin daran schuld, an mein Leben oder meine Gene, was auch immer. Aber solche Menschen, die machen mich echt dann nicht so Gott. Das kann nicht sein. Das kann wirklich nicht sein. Es gibt Leute, die finden das lustig. So, es gibt auch Leute, die finden lustig, was in der Türkei passiert. Das ist auch eine Form von Humor, wenn man sagt, ja, witzig. So. Und alles lustig. Und für mich steht und fällt das Leben mit Liebe und mit Respekt. Haben wir alles verlernt. Wir machen immer alles ironisch mit dem Augenzwinkern, weil das ist besser, wenn man sagt, ich liebe dich. Ne? So, weil dann kann man auch den Rückzieher machen. Und am besten immer alles satirisch oder sarkastisch oder ironisch sagen, weil dann kann man ja sagen, es war ja ein Scherz. Und weiß ich nicht, wenn ich das für total schwachsinnig halte, was jemand macht, dann kann ich sagen, es ist total schwachsinnig. Aber man muss es dann immer so lustig verpacken. Lustig, muss immer alles lustig sein.
lustig. Ne? Ich bin auch total lustig. Deswegen mache ich auch wieder Comedy, Stand-Up-Comedy. Ja. Im Stehen. Ja, so. Weißt du, ach so, Energie. Ich wollte noch was zur Energie sagen. Und das ist halt schwierig, die Energie, die von so Menschen oder von Aktionen dann durch an bei mir verloren geht, ist schwierig, das wieder aufzufüllen. So. Und die Kunst ist ja, solche Dinge nicht an mich heranzulassen. Die Kunst. Ich bin der Künstler, also eigentlich müsste ich das ja natürlich können. Aber das klappt nicht. Ich schaffe es selten, Dinge nicht an mich heranzulassen. Es trifft immer direkt bei mir den Kern, egal was es ist. Wenn da draußen jetzt gerade jemand hinfällt, was in diesem Moment nicht passiert, aber was ich halt manchmal sehe oder irgendwelche Sachen passieren draußen direkt vor meiner Tür und es reißt mich runter. Kann ich nichts gegen machen. Das ist mein Problem, nicht das Problem von der Türkei oder dem ZDF, sondern mein Problem. Ja. So. Das war es eigentlich schon. Das war es noch nicht. Ich wollte ja nur sagen, die Kunst ist eben nicht alles zu seinem Problem zu machen und das auf Distanz zu halten und die Energie bei sich zu behalten. Das klappt bei mir momentan nicht so gut. Deswegen gehe ich jetzt auch los und warte darauf, dass Jan Böhmermann und der Erdogan sich die Hand reichen und dann erschieße ich sie einfach beide. So. Und dann, so, das ist meine Form von Gerechtigkeit. Zack, aus. Darauf warte ich jetzt noch und dann vielleicht machen sie das ja. Vielleicht sind dann auch ein paar mehr Leute im Raum, dann werfe ich einfach eine Blendgranate. So. Gucken wir mal, was dann passiert. Und die Sonne scheint. Ist auch Energie.